Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Wie ihr sicherlich wisst, sind wir seit Ende letzten Jahres dabei, dass wir unseren Podcast auch ein bisschen monetarisieren. Und das ist auch ganz schön, denn dann trägt halt auch das, was wir tun, ein bisschen Früchte. Und Menschen und Unternehmen werden darauf aufmerksam und das ist schön. Und das Tolle ist, und das ist Jenny und mir auch wichtig, weil das habe ich mit ihr zu Beginn, als sie in dieses Podcast-Projekt mit eingestiegen ist, auch besprochen, dass es uns doch sehr wichtig ist, authentisch zu wirken, uns nicht zu verkaufen und Produkte oder Dienstleistungen, wenn zu empfehlen, hinter denen wir auch stehen. Und das Schöne ist, und das freut uns auch, dass wir jetzt ab diesem Jahr auch einen nachhaltigen Partner an unserer Seite haben, der uns auch nachhaltig in den nächsten Wochen begleiten wird, und das ist Alsa Hundewelt. Alsa Hundewelt haben wir euch ja schon vorgestellt und einige von euch haben das auch ausprobiert und getestet. Und wir konnten und hatten die Möglichkeit, auch mit Herrn Parker ein wenig zu testen, Produkte zu testen, das Futter zu testen, Leckerlis zu testen. Das kam bei Herrn Parker auch besonders gut an. Und deswegen freuen wir uns darauf, dass wir sagen können, dass wir ab dieser Folge mit Alsa Hundewelt einen tollen Supporter an unserer Seite haben. Deswegen schaut gerne in ihrem Online-Shop für naturgesundes Hundefutter und hochwertiges Zubehör vorbei. Und das Schöne ist, dass ihr unter dem Code PARKER10, PARKER10, exklusiv 10 Euro auf eure Kennenlernbestellung ab 20 Euro Mindestbestellwert und ganz wichtig auch noch zu erwähnen, nicht auf reduzierte Artikel sparen könnt. Und das unter www.alsa-hundewelt.de. Also schaut dort gerne vorbei, ihr unterstützt damit nicht nur die gesunde Haltung eures Hundes und tut ihm was Gutes, sondern unterstützt auch dieses Projekt. Jenny und ich, wir freuen uns und sagen jetzt ab in die Folge. Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast. Egal. Ja, egal. Genau. Und damit starten wir in Folge 47, denn ich hatte recht. Wir haben nämlich gerade hier, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, einmal philosophiert, ob wir uns in 46, 47, 48 befinden, und es ist Folge 47. Herzlich willkommen zu eurem liebsten Podcast, den Alles über einen Kamm Podcast. Heute wieder in einer besonderen Konstellation. Erstmal natürlich, hallo Jenny. Hallo Daniel. Es freut mich, dass du trotz deiner schweren Erkrankung hier bei mir am Mikrofon sitzt. Jenny hat einfach eine dicke Nase. Ich habe eine Erkältung, ich sterbe nicht. Nee, es ist trotzdem, aber so. Es ist trotzdem nervig, wenn ich jetzt hier was einsprechen soll und das schön klingen soll und ich alle 2 Minuten niesen muss. Musst du nicht, ich habe dich heute nicht einmal niesen hören. Du saßt ja auch im anderen Büro. Gut, okay, gut. Das ist schon mal abgehakt, dir nachgefragt, wie das Wohlbefinden ist. Damit habe ich schon mal mein Gutmensch-Dasein erfüllt heute. Ja. Das muss ich jetzt nur noch ein zweites Mal tun, denn wir haben heute eine tolle Gästin bei uns. Lange haben wir an ihr rumgebaggert. Nein, mussten wir gar nicht. Wir mussten keine großen Kosten und Mühen scheuen, denn es ist Joanne Davis, ihres Zeichens Hundepsychologin. Hallo Joanne. Hallo Daniel. Das Hallo Jenny. Ah, ja. Hallo Joanne. Tut mir leid. Oh, da war ich jetzt schon zu vorstellen. Ich freue mich denn so sehr über unsere Gästin heute, dass du da bist. Denn wir haben auch eine Vergangenheit, die jetzt mittlerweile schon fast 8 Jahre her ist. Denn du warst tatsächlich auch die Hundetrainerin und Hundepsychologin von Richard Parker. Ganz genau. Du hast ihn sehr früh kennengelernt. Nämlich so mit, wir haben gerade schon mal so ein bisschen überlegt und philosophiert. Da war der Kleine so um die 12 Wochen alt. Und war so, wie wir das einschätzen, zumindest wenn Jenny und ich uns mal darüber unterhalten, dann ist es so, dass wir eigentlich auch immer empfunden haben, dass Parker schon so der kleine Goldjunge da war. Der konnte schon sehr viel, der war immer so ein, du musst uns jetzt nochmal bestärken und sagen, dass ja, es so war. Ja, der war tatsächlich ein kleiner Streberwelpe, wenn ich mich in Erinnerung bringe. Das tatsächlich. Das ist wirklich so, ne? Ja, ich habe nochmal deine Homepage angucken. Es gibt ja bei YouTube auch noch das Video. Genau, mein Imagefilm. Genau, da ist Parker ja sogar zu sehen.
Und der kleine Streber. Genau, und wir hatten sogar noch einen Weiterbildungskurs über Nasenarbeit, wo wir ein paar Sachen vorgezeigt haben. Und ich glaube, am Park war eine drin, wo wir dieses Würstchenwasserfährte gesetzt haben. Das fand er großartig. Und der war der tatsächlich großartig dabei. Und das sieht ein bisschen auf diesem Video so aus, als ob er fleißig mitmacht. Du kannst ja nochmal die URL deiner Webseite sagen, dann könnt ihr nämlich alle mal auf die Webseite gehen und euch das Video auch nochmal anschauen vom kleinen Richard Parker. Genau, das ist die www.davisdogs.de. Ja, da schaut mal drauf, da schaut mal drauf. Naja, jedenfalls kommen wir mal zum Eingemachten. Du weißt ja, dass das hier ein Rhodesian Ridgeback Podcast ist, dass es um unsere allseits beliebte Rasse geht. Und die erste Frage an dich, die wir vorbereitet haben in einem langwierigen Austausch, ist einmal, hast du selber Tiere? Ja, ich habe auch einen Hund. Mittlerweile habe ich jetzt einen Kernterrierhündin, die ist jetzt 7 Jahre alt, gerade geworden, hatte Geburtstag im Januar. Und das war eigentlich nicht meine Lieblingsrasse tatsächlich, aber mein damaliger Ehemann, der hatte ein Problem mit Hundehaare. Und obwohl wir gemeinsam einen American Staffordshire Terrier hatten und lange gemeinsam gepflegt haben, hatte ich ein paar Jahre keinen Hund gehabt und wollte unbedingt einen neuen Hund haben, was erstmal sehr schwierig war in unserer Ehe. Und dann dürfte ich doch mal einen Hund haben und es musste ein allergiefreier Hund sein. Ach so, ja, okay. Ja, und dann kam unsere kleine Kernterrier zu uns nach Hause. Und aber die hat mir wirklich gelehrt, wie man einen Hund trainieren soll. Weil sie hat alles, was sie sonst bis dahin gelernt hat, gesagt, nee, das machen wir anders. Sehr gut. Wollte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, warte mal, was war es jetzt? Habe ich es jetzt verpeilt? Rüde? Hündin? Hündin. Hündin. Genau. Die hat es bestimmt auch nicht einfach. Wenn man an der Seite von einer Hundetrainerin ist, ja, dann... Ja, wahrscheinlich ein bisschen so wie Lehre mit ihren Kindern. Ja. Ne? War wirklich so, dass ich diesen Hund wirklich perfekt haben wollte. Und dachte schon, ja, als Trainer, warum nicht? Das muss einfach gehen. Und sie hat mich immer angeguckt, so wie, nee, lese ein paar Bücher weiter. Das machen wir so anders. Und ich muss wirklich sagen, dieser Hund war meine Lehrerin selber, weil ich jetzt durch diesen Hund gelernt habe, dass nicht alles machbar ist und dass man wirklich viele Charaktermerkmale einfach akzeptieren muss und damit leben lernen muss. Mhm. Und die war über viele Jahre mein Spiegel. Und seitdem ich diesen Hund habe, würde ich fast vermuten, dass ich ein bisschen bessere Trainerin geworden bin. Oh, okay. Okay. Cool. Ja, das nehmen wir mal so hin. Wo kommt denn deine Liebe so für die Tierart Hund denn her, wenn wir jetzt mal nur da bleiben? Also wenn wir jetzt von Hunden sprechen, ich war super, super, super klein und ich wollte immer einen Hund haben und ich dürfte nie einen Hund haben, so wie es häufig so der Fall ist. Und meine Entscheidung war dann, alle möglichen Hunde-Postkarten, die man sich vorstellen könnte, habe ich stapelweise Postkarten, weswegen ich relativ bekannt bin in unseren Hundekreisen, dass ich fast jede Rasse kenne. Wahrscheinlich, weil ich immer nur diese Postkarten gesammelt habe. Und dann hatte irgendwann meine Tante und Onkel einen Hund und da war ich fast jede Woche da, um auf diesen Hund aufzupassen. Und irgendwann mal, als ich 11 Jahre wurde, dürfte ich meinen ersten Hund haben. Und das war ein Cavalier King Charles Spaniel. Wow. Ja, das war toll. Die war toll, das war mein kleiner Mac. Und und das war so das Start von meinem Hundeleben eigentlich, genau. War das auch der Start, wo du dich vielleicht schon ein bisschen entschieden hast, dass das so dein Berufswunsch ist, was mit Hunden zu machen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also das kam eigentlich später, als unser damaliger American Staffordshire Terrier gestorben ist. Das ist ungefähr jetzt 10, 11 Jahre hier. Ich war so traurig, dass ich keinen Hund in meinem Leben hatte. Und wie der damals zum Schluss geworden ist und missverstanden worden ist, so von seinen Verhaltensweisen, habe ich gedacht, wir haben ihm ziemlich viel Unrecht wahrscheinlich getan. Okay. Und es war mir bewusst, dass was nicht ganz stimmig mit ihm war, aber man konnte es nicht verstehen und der hat sich sein Wesen ein bisschen verändert. Und zum Schluss habe ich einfach gedacht, um das alles besser zu machen mit dem nächsten Hund, muss man einfach viel, viel, viel mehr wissen, als nur ein guter Hundehalter zu sein. Und dann habe ich mich fest vorgenommen, ich bilde mich richtig gut aus von allem, was so gibt hier in Deutschland und versuche über die Verhaltensberatung, Hundeverhalten, Rudelhaltung und mich da weiterzubilden, um zu gucken, was kann ich für Menschen tun, die auch deren Hunde so gut verstehen wollen wie ich. Genau, und deswegen habe ich gedacht, jetzt machst du eine gute Ausbildung. Mega cool und mega spannend.
Wie funktioniert das denn? Also grundlegend, wenn mich jetzt jemand fragt, also die erste Frage, die halt kommt, wenn sich jemand für einen Hund interessiert oder hat einen Welpen, sagt, sag mal, kennst du denn eine gute Hundeschule oder einen guten Hundetrainer beziehungsweise Hundetrainerin? So, dann deckt man erstmal mit diesem Thema Hundetrainer, da weiß man immer ungefähr, was man bekommt, so, das kann man sich bildlich vorstellen. Jetzt Hundepsychologie und Verhaltenstherapie oder wie man auch immer das nennen will, ist ja etwas, was man jetzt erstmal gar nicht so fassen kann. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie läuft sowas vom Werdegang ab? Also wie kann man das werden? Das ist, glaube ich, ein relativ langer Prozess, schätze ich. Und man ist dann ja eigentlich nicht nur Hundepsychologe, sondern man sagt ja immer, der Fehler liegt immer am anderen Ende der Leine. Also irgendwie bist du ja auch dann auch Psychologe für den Humanbereich. Genau. Ja. Also das ist so, grundsätzlich in Deutschland ist nichts anerkannt. Ne? Da muss man im Klaren sein, dass wenn man sagt, man ist Hundetrainer, es muss nichts eigentlich heißen. Mittlerweile haben wir über das Veterinäramt eine sogenannte Paragraph 11 Genehmigung, die uns erlaubt, wenn es jetzt genehmigt wird, Tierhalter, deren Hunden auszubilden. Das heißt, ich darf offiziell von Stadt Münster Tierhalter beibringen, wie die mit deren Hund umzugehen haben. Diese Paragraph 11 Genehmigung bekommt man von das Veterinäramt ausgeteilt, wenn man eine gewisse Vorkenntnis, Ausbildung, ja, eine Wissens irgendwas, ne, das muss nichts Besonderes sein, die müssen es nur anerkennen. Zu meiner Zeit war das dann so, dass ich überlegt habe, was könnte ich machen? Und die beste Ausbildungsweg war über das ATN. Das ist eine schweizerische Weiterbildungsmaßnahme. Die wird auch in Deutschland sehr gut anerkannt. Und das habe ich gedacht, dann mache ich das. Soll ich Tiertrainer? Soll ich dies? Soll ich das? Und dann habe ich entschieden, einfach Hundepsychologie hat mich selbst immer interessiert. Mhm. Weil ein Hund zum Sitz beizubringen ist das geringste Übel. Ich will wissen, warum er nicht Sitz macht, wenn ich das möchte. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer sehr stark unterscheide. Ein Hundetrainer, würde ich fast behaupten, bringt den Hund bei, einen Sitz zu machen. Und ich frage mich, ey, der setzt sich nicht hin, warum nicht? Und das ist so das, was mich persönlich interessiert hat. Ne? Und ja, dann habe ich Hundepsychologie gewählt. Und bin auch sehr froh drüber, tatsächlich. Mhm. Wie lange ging die Ausbildung? Also man spricht immer von 2 bis 3 Jahren. Mhm. Es ist aber ein, so von zu Hause aus wird das so gemacht, das ist so ein Fernstudium. Und man hat gewisse so Stoff, die man durcharbeiten muss. Man hat so Prüfungen am Ende, die man immer wieder eingeben, also zurückschicken muss. Und dann hat man zum Endeffekt, muss man nicht machen, das habe ich aber gemacht, eine Prüfung, die man auswertigt in einer anderen Stadt. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hingefahren bin. Und wird eine offizielle Prüfung abgelegt mit dieser Anerkennung nach der ATN, dass man das praktisch beruflich durchführen darf. Aber trotzdem eine Anerkennung deutschlandweit ist es trotzdem nicht offiziell. Das heißt, wenn Menschen zu einem Hundetrainer gehen, müssen sie schon genau gucken, was liegt für Erfahrungen vor. Okay, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch 3 Bücher über Hundetraining durchlesen. Und dann könnte ich auch sagen, ich bin Hundetrainer? Ja, du könntest einfach lange ein Hundebesitzer gewesen sein. Okay. Vielleicht ein bisschen im Verein trainiert haben. Ja. Und dann könntest du dich als Hundetrainer nennen. Wenn du jetzt aber gewerblich vorgehen würdest, müsstest du jetzt, aber nur seit kurzem eigentlich, seit ein paar Jahren, müsstest du diesen Paragraph 11 Genehmigung haben. Mhm. Und dafür muss das Veterinäramt eine gewisse Genehmigung dir ausgeteilt haben. Das ist wirklich eine schriftliche Genehmigung mit Stempel und alles drum und dran. Da musst du auch Nachweise nachweisen, also so praktisch Zertifikate nachweisen, pro Jahr, dass man in die Fortbildung bleibt. Und dann behält man sozusagen diese Paragraph 11 Genehmigung. Ah, okay. Was ich eigentlich gut finde. Ja. Definitiv. Und das hat sich viele sind dadurch aussortiert worden. Man muss dazu sagen, vom Amtsseits, genau wie die differenzieren, welche Weiterbildungsgang gut ist und welche schlecht ist, stelle ich einfach so im Raum. Das eine oder andere macht weniger, das eine oder andere macht mehr, aber gut, im Endeffekt entscheiden die selber, wie wir arbeiten dürfen. Und das ist tatsächlich so, dass das Veterinäramt auch zu mir zum Hundeplatz kam, viele Fragen gestellt haben, meine Stunden zugeguckt haben und so weiter und so fort. Und dann haben ja Problem Gott sei Dank bei mir ausgestellt, meine Erlaubnis, dass ich weiter offiziell arbeiten dürfte. Krass. Dafür hat sich schon gelohnt. Das ist ja sehr interessant, dass man das. Also ich meine, das ist ja genau richtig, weil ich meine, jeder, in Anführungszeichen, sorry, aber jeder Idiot kann sich ja tendenziell erstmal einen Hund zulegen. Das ist eigentlich auch nicht so cool.
dann halte ich es doch auch tatsächlich für sehr sinnvoll, wenn Menschen, die sich professionell mit dem Thema Tier und Haltung auseinandersetzen. Absolut. Und jetzt Hund, wenn das ist. Und das gibt ja dann deinem Berufsbild einfach auch irgendwie nochmal ein ganz anderes Standing. Ja, so, ja. Absolut. Man denkt als Tierhalter, wenn man wirklich jahrelang Hunde hatte und man macht das so, weil man es immer gemacht hat, ne? Ob das wirklich richtig war, erfährt man wirklich, wenn man ganz viel erstmal Lerntheorien selbst gelernt hat, unterschiedliche gute Trainer angehört, gesehen, beobachtet, Hundeverhaltensweise beobachtet hat. Erst dann erkennt man, oh Gott, das habe ich früher ganz anders gedacht. Und so kann man wirklich selbst daraus lernen und dann auch hoffentlich meine Kunden den richtigen Weg zeigen. Ne? Und ich glaube, nicht jede Trainingsmethode passt ja vielleicht auch auf jeden Hund. Nee, absolut, auch da und auch nicht zu jedem Mensch. Ne? Das kommt das auch noch hinzu. Ne? Ich finde, man muss sich schon offen halten. Es sind viele, viele Wege, die nach Rom führen. Aber nur weil viele Wege nach Rom führen, heißt es nicht, dass es aus Tierschutzseite auch relevant und gut ist. Ne? Und nicht nur, weil jemand sagt, das habe ich immer so gemacht und alle meine Hunde haben funktioniert, heißt es nicht, dass man es gut heißen muss. Ne? Mhm. Wenn man es so versteht, wie ich das meine. Da habe ich noch mal ein schönes Beispiel zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt angebracht ist. Ich sehe am Kanal häufiger mal jemanden mit seinem kleinen Hund spazieren gehen. Irgendein Mix ist das. Der reagiert auf andere Hunde. Nicht aggressiv, würde ich sagen. Er bellt einfach und ist unkontrolliert. Dann nimmt der Mann die Leine, zieht sie einmal in der Luft, bis der arme Hund in der Luft baumelt. Oh Gott, oh Gott. Dann habe ich ihn darauf angesprochen. Dann meint er, naja, der Hundetrainer sagte, wenn kurz der Sauerstoff wegbleibt, danach ist alles wieder gut. Oh, hervorragend. Das geht gar nicht, ne? Da war ich so unfassbar schockiert. Ich muss leider sagen, dass auch hier im Münsterbereich auch ganz viel von Biss gibt, ne? Und da staune ich tatsächlich, dass alle diese Leute, wenn ich weiß, was teilweise auf den Hundeplätzen stattfindet, wundere ich mich, dass sie wirklich diese Genehmigung auch bekommen haben. Leider ist es so, dass ich meine Kundschaft, wenn ich solche Geschichten höre, sage ich zu denen, gehen Sie bitte zum Veterinäramt, machen Sie eine Anzeige oder erzählen das wenigstens, weil nur so können diese andere Hundeschule überprüft werden. Ne? Richtig. Und das ist ja leider das Problem, dass manche Leute sehen das anders. Und wie gesagt, Tierschutz ist Tierschutz, tierrelevant ist für mich wichtig. Und dass Luft wegbleiben geht ganz und gar nicht. Das ist wirklich unfassbar, als ich das gehört habe. Ja. Er ließ den Hund bestimmt so 30 Sekunden einfach in der Luft baumeln. Ja, bis er kurz ohnmächtig was wird und dann hört er auf zu bellen. Super. Ja. Nee, das sind Sachen, die sind No-Gos, ne? Genau. Ich habe das auch hier ja schon öfter gesagt. Ich habe dabei sowas einfach eine extrem, extrem kurze Zündschnur. Mhm. Das heißt, sobald ich irgendwie sowas sehe, was in diese Richtung geht, ey, dann gehe ich halt direkt in die Konfrontation, ne? Und sag denen das dann halt auch. Weil alleine immer dieses ich weiß nicht, woher das kommt, so dieser Reflex, ne? Ich meine, es funktioniert ja nachweislich überwiegend bei kleinen Hunden oder mittelgroßen Hunden, aber dass die ihre Hunde immer hochziehen. Das machen super viele, ja. Und dann wundern sie sich immer, dann schreien sie ihren Hund noch an, weil der die ganze Zeit bellt und rumzappelt. Und so frage ich die auch, ich meine, was würden sie denn machen, wenn da potenzielle Gefahr oder ähnliches kommt und jemand hebt sie einfach hoch? So, denn, also, ja. Ja, da sind einfach Probleme, wo die, weil das Verhaltensweise der Hund nicht wahrgenommen wird, warum er bellt. Ne? Ja. Da kommen wir wieder zu das tierpsychologische Bereich wieder zurück. Stattdessen einfach zu beschimpfen, ein Tabu zu setzen, an der Leine zu zerren, müssen sie im Voraus überlegen, da kommt ein Hund, der wird wahrscheinlich gleich Theater machen, jetzt muss ich überlegen, warum er das tut. Ja. Und dann Möglichkeiten finden, ins Training zu gehen, damit man ihm nicht gerade die Luft weghalten muss, damit er die Klappe hält. Ja. Ist ja schlimm. Gibt es dafür eigentlich konkrete Bezeichnungen? Weil der Mensch ist ja immer so darauf aus, Dinge in irgendeine Form zu pressen. Also dass man zum Beispiel sagt, so, es gibt einen laissez-fairen Führungsstil oder Erziehungsstil. Und dann im Gegensatz dazu auf der anderen Seite gibt es dann eben so eine Art, keine Ahnung, diktatorischen Führungsstil, sodass man den Hund so im besten Fall muss ich seinen Willen brechen. Gibt es da irgendwelche Fachbegriffe für? Also ich nenne das immer Oldschool. Ah ja. Oldschool, ja, okay. Sagen die mal dazu, so, ja. Weißt du, so Kette dran, rück, ja, genau. Sitz, Popo runterdrücken, Kopf hoch, ne? Das ist so der Oldschool-Methodik. Und das, als ich Kind war, habe ich immer, natürlich in England war ich zu der Zeit, habe ganz viel Fernseher über Hunde geguckt und da war immer eine Frau, Barbara Woodhouse hieß die, die ist schon längst tot. Sie war so eine Klassiker, so, ja, ein bisschen leichtes Thesemelan, was man so kennt, so,
Halsband hochziehen, ein Popo runter und ein lautes Sitz, weil es könnte sein, dass der Hund das nicht hört. Also da, das ist so die Oldschool-Methodik. Da gibt es, wir nennen manche, weiß ich, dass sie von mancher Hundeschule so Wattebausch Hundeschule genannt wurde. Ach so. Das habe ich von einer Kundin von mir gehört. Oh, sie wurden als Wattebausch, oder was ist das so? Ja, Wattebausch, ja. Das ist weißes Zeug, ne? Ja, ja, genau. Wattebausch Hundeschule, weil man, ich fand es ganz amüsant, ehrlich gesagt. Und da würde man die Hunde nur praktisch futtern und streicheln. Fand ich auch ganz amüsant. Und das ist, genau, wenn man jetzt versucht, natürlich das Tier zu verstehen und dann erstmal die Verhaltensweise langsam umzuändern, dann kann ich natürlich nicht mit der Haruk-Methode ran um die Ecke kommen. Ne? Ja. Das würde eher den moderneren Griff nehmen. Und Gott sei Dank kommuniziere ich auch in meinen Kreisen von Hundeschulen auch mit ähnlichen vielleicht Wattebausch-Hundeschulen, wenn man das so nennen will. Ist fast eher positiv als jetzt Oldschool, ne? Das stehe ich auch zu, weil ich klar über Lernmethoden, Lernverhalten auch arbeite und nicht über Brechen des Hundes, ne? Also natürlich kann ich ein Tabu mit allem setzen. Ich kann schlagen, ich kann kneifen, ich kann in die Seite reingrapschen, ich kann die Leine richtig böshaftig über den Rücken plästern, aber lerne ich was dadurch? Nein. Ne? Also das und natürlich mit zwei Verzweiflung, wie bei vielen Kunden, das sage ich immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann übt man Aggression aus. Also für mich ist jemand, der Aggression gegenüber seinem Hund ausübt, jemand, der nicht mehr weiter weiß, was er tun soll. Und das ist für mich armselig. Ne? Und deswegen weiß ich schon, wenn jemand sowas macht, dass die einfach nicht besser wissen. Ne? Ja, stimmt. Und nicht vielleicht bereit sind zu sagen, ich hole mir Hilfe in so einer Situation. Ne? Ja, ach, da hängt ja auch noch so viel mehr dran. Das ist ja immer schon, wenn man so, die Menschen müssen ja ihre Hunde nicht mal, die müssen ja nicht mal weiter wissen, sondern ich glaube, denen ist das manchmal auch einfach egal. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich so manche Leute an der Promenade sehe, die mit ihrem Hund spazieren, die lassen ihren Hund ja nicht mal eine Minute irgendwo schnüffeln. Ne? Also ich meine, was ist denn das Einzige, was ich dem Hund so gestatten kann? Ne? Das ist ja für die wie Zeitung lesen, so sehe ich das zumindest. Die gehen dann durch die Gegend und die informieren sich und dann gehe ich mit meinem Hund raus und sage so, das ist jetzt Parkerzeit, so, jetzt ist deine Zeit, jetzt muss ich auch damit cool sein, dass du hast keinen Outlook-Kalender, du kannst das Datum nicht lesen, die Uhrzeit. Klar ist man auch irgendwann mal ungehalten sein, ich habe Stress, seh zu jetzt. Aber ich habe immer so das Gefühl, so, dass viele Menschen sich gar nicht wirklich mit ihrem Tier identifizieren und also allgemein schon psychologisch nicht auseinandersetzen, so, was das eigentlich bedeutet, wenn ich mit dem rausgehe. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass man einen Hund holt, weil es funktionieren muss. Ne? Das gehört so wie das Fahrrad und Weidenkorb auf dem Markt. Richtig, ja. So, ich als Engländerin kenne das mittlerweile. Gazelle auch noch. Ja. Stark. Gut. Ja. Dann muss auch der Hund und am besten noch der braune Labrador, der wirklich komplett bei Fuß läuft. Ne, das ist ja Quatsch, aber ne, ihr wisst, was ich meine, also dass der Hund funktionieren muss und wenn es ein bisschen zu viel an der Leine zieht, dann geht das nicht, dann muss man doch was gegen machen. Und wenn der schnuppern muss, das gehört sich nicht und wenn der sein eigenes Leben führen will, also zum Teil, was ihm natürlich zusteht, dass das auch gerade bei der Spaziergang nicht passt. Und die Leute muss man natürlich ganz genau sagen, wofür denn den Hund? Nimm lieber ein Stofftier. Ja. Ja, der Hund soll halt einfach immer irgendwie nur mitlaufen, aber... Also man will sich gar nicht wirklich um den Hund kümmern. Der soll halt da sein und abends möchte man vielleicht kuscheln. Und den Rest des Tages habe ich oft ja so den Eindruck, soll er nicht stören. Ja, genau. Und ich sage meistens zu meinen Leuten, so eine Drittel der Spaziergang komplett für den Hund. Der soll schnuppern, wie er möchte, links und rechts bewegen, wie er möchte. Stehen bleiben, wirklich, also ich bleibe mit meinen Hunden manchmal 20, 30, 40 Sekunden einfach stehen, wenn sie gerade eine tolle, tolle Riechstelle hat, weil ich denke schon, oh, das ist für sie spannend. Da kürzt sie vielleicht den Gang dafür lieber ab, aber dafür hat sie wirklich ein bisschen intensiver Hundzeit gehabt. Ein Drittel der Zeit nütze ich gerne zum Training, sei es jetzt währenddessen ein bisschen so ein Ablage, ein Sitz, irgendwie auf irgendwelche Baumstämme springen, je nachdem, was du magst, ne? Damit der Hund auch mit Hund und Mensch Kooperation auch geführt wird, in die anderen Drittel dorthin zu kommen und wieder zurückzukommen, ne? Damit man nicht die ganze Weg dann nur für den Hund da ist, ne? Also ich finde, wenn man dieses Drittel ganz gut einhält, dann ist man für sich so relativ gut, so dass man sagt, okay, der Hund hat seine Zeit, ich habe meine Zeit, wir haben unsere gemeinsame Zeit. Und das haut meistens relativ gut hin.
Das ist eine gute Einteilung. Absolut, das kann man definitiv schon mal so mitnehmen, weil wenn man dann ja irgendwann auch eher so routiniert ist, also ich würde jetzt mal behaupten, so dieses ein Drittel für meinen Weg, ja, kann ich schon mal einen Haken dran machen, ein Drittel für den Hund, dass ich ihn schnuppern lasse und so, ja, aber das ein Drittel sich dann immer wieder zu motivieren, zu sagen, so, wir versuchen jetzt noch besser miteinander zu kooperieren oder zu interagieren, da würde ich sagen, da lasse ich es dann schon mal schleifen. Genau, natürlich hat es mit der Motivation vom Hund zu tun, ne? Hat er wirklich Spaß dran? Okay, gut, dann kann ich einen Haken dran machen. Aber auch mit Parker, sei es jetzt nur ein Handstups, ne, dass er dran geht oder zwischen die Beine sich fädelt. Und dann ist das erfüllt. Ey, dann habe ich ja doch einen Haken, das machen wir an der Ampel immer. Oder dass er einfach so mit der Vorderpfoten vielleicht einfach mal streckt auf den Baumstamm, eine stationäre Position annimmt, so irgendwas, wo, auch wenn er so denkt, oh, muss das wirklich sein, dass er trotzdem sagt, komm, ich kooperiere mit dir, weil ich dir gerade vielleicht doch mal einen Gefallen tun will. Ja. Und wenn man das in so Übungsinseln einbaut, wird er immer auf die gleiche Stelle das Gleiche anbieten. Also meine Hündin, wenn wir auf gewisse Waldwege vorbeigehen, dann springt die im Voraus auf dem Stamm, guckt mich an, so, mache ich es richtig? So, gut, so, komm, gib mir mal ein Leckerchen dafür. Und sie zeigt mir ganz viele von diesen Übungen, die wir generell machen, als ob zu sagen, ach komm, Frauchen wird sich freuen, wenn ich das mal eben schnell mache. Ja. So, befriedige mal die mal ein bisschen. Ja, das kenne ich. Ja. Und das ist eine Interaktion, die sie wählt, mit mir durchzuführen. Und das ist wahnsinnig viel mit Bindung und Kooperation zu tun, ne? Ja. Gut, ich habe einen Terrier, das ist ein bisschen was anderes als ein Ridgie, ne? Aber auch der Ridgeback, der mag gerne so eine kleine Schnuffelarbeit oder der mag gerne irgendwie was sie aussuchen oder so, ne? Das mit dem Schnüffeln stimmt. Also da hat Parker Lust drauf. Alles andere? Nicht. Ball holen, Stock holen, einmal und dann. Ja gut, aber auch einmal ist gut, ne? Oder auch wenn es bedeutet, dass er einmal einen Baum richtig strecken muss, weil er ein bisschen Leberwurst oben auf dem Baumstamm ein bisschen schnuppern und lecken dürfte. Ist mal gut für den Körper, mit 8 Jahren darf er mal ein bisschen Gymnastik machen. Ja, das knackt schon mal hier und da, wenn er aufsteht. Das also da sind, da sind so Möglichkeiten, wo man einfach so ein bisschen in eine Kooperation kommt. Aber für andere Hundebesitzer, ich finde diese Drittelregelung eigentlich ganz gut. Jetzt sehen wir uns ja ab und zu mal am Kanal, so bei unserer, ja mittlerweile leider nicht mehr Stammrunde, weil man jetzt ja in Münster auch mal woanders wohnt und so, aber trotzdem bin ich da ab und zu ja mit ihm nochmal und ich habe dich da eine Zeit lang, gerade so in den warmen Monaten, so da sieht man sich ja öfter mal davor, da habe ich mir immer, wenn ich dich da gesehen habe, die Frage gestellt, war Corona jetzt Fluch oder Segen? Weil ich so das Gefühl habe, also wie ist denn, wenn man jetzt mal zurückdenkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du das jetzt seit über 10 Jahren, 12 Jahre oder ja, sowas genau. In den Dreh? Das heißt Parker 8 Jahre, das heißt damals warst du noch in Anführungszeichen ja frischer dabei als heute natürlich. Mhm. Ist die Nachfrage krass gestiegen oder ist das gleich geblieben oder wie würdest du das jetzt für dich sehen? Also das ist schon, über Corona haben wir echt viel zu tun gehabt, tatsächlich. Auch in Zeiten, wo wir eigentlich leider nicht arbeiten dürfen, das war ein bisschen schwieriger. Aber die Anfrage ist wirklich, wirklich absolut über Corona gestiegen. Und das, was wo die Anfrage am meisten geworden ist, ist Alleinbleiben. Können wir natürlich dann klar wissen, warum. Viele haben natürlich die Hunde angeschafft zu Corona-Zeiten und dann auf einmal ganz kurzfristig, ja, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Jetzt muss der Hund innerhalb von 2 Wochen lernen, alleine zu bleiben nach 2 Jahren. Und das ist natürlich absolute No-Gos, ne? Das funktioniert nicht so gut. Und teilweise auch, dass die Anfragen so kurzfristig vorher kamen. Und als ich dann nachgefragt habe, wie lange wissen Sie, dass Sie wieder arbeiten müssen? Ja, die Firma hat uns schon gesagt, vor ungefähr so 4-5 Monate, dass wir uns ungefähr damit rechnen müssen. Und dann denkt man schon, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Wenn man 2 Wochen gefragt, wie, was mache ich mit meinem Hund? Und dann wurde ich dann praktisch, ja, das müssen Sie müssen das irgendwie hinkriegen, dass mein Hund jetzt alleine bleiben kann. Und dann habe ich immer sofort gesagt, Leute, nein, das ist, in 2 Wochen ist die Wahrscheinlichkeit extrem niedrig, dass das klappen wird, ne? Und das finde ich ja wirklich unverschämt. Und teilweise mit dem Druck, ja, wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird der Hund abgegeben. Wow. Und wenn man hört, so was in den Tierheimen los ist nach Corona, dann wissen wir auch, dass viele dazu tatsächlich schön die Welpenzeit genossen haben, ein bisschen das Gemeinsame. Ich kann das Tier gebrauchen, weil ich ganz viel am Schreibtisch sitze und jetzt habe ich viel zu tun wieder, also kommt das Tier weg. Unfassbar. Und das ist nicht ein Einzelfall gewesen. Mhm. Ja. Aber merkst du das denn irgendwie, sind das irgendwie so Wellenbewegungen oder so, dass du dann wieder mehr Welpenkurse anbieten musst, weil auf einmal so viele Menschen Welpen haben? Oder ist zum Beispiel so dieses Einzeltraining, also diese
vielleicht krassere psychologische Betreuung irgendwie mehr geworden? Nee, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das ist immer so abhängig, gerade wenn die Welpen ankommen, ne? Und das kann von also ganzes Jahr durch hatte ich einfach mehr Anfragen. Also man hat wirklich gemerkt, gerade in Münster, weil ich habe ein paar Kollegen, die auswärtig, also in anderen Bundesländern arbeiten. Und in Münster war das extrem viel, dass Welpen angeschafft wurden ohne Ende. Auch in dem Viertel, wo ich wohne. Ich habe das Gefühl, gefühlt jede dritte Person hat sich einen Hund angeschafft. Mit Leuten, wo ich dachte schon, oh Hilfe, ich hätte nie gedacht, dass sie einen Hund haben wollen. Also da war die Anfrage zu Welpenkursen enorm. Meine Kurse, die waren immer voll. Also ich habe sogar der Zahl der Kursteilnehmer erhöht, weil ich die Leute einfach nicht mehr abdecken konnte. Und ich habe maximum immer nur 600. Und ich habe tatsächlich auf 8 bin ich hochgegangen, was eigentlich, finde ich, für einen Welpenschüler schon nochmal zu viel ist. Aber, und da muss ich aber dazu sagen, mein Hundeplatz, da wart ihr nicht gewesen. Ich bin jetzt in Hiltrup über mehrere Jahren. Ich habe ja 2 Gehegemöglichkeiten. Das heißt, ich kann Freilauf in ein Gehege machen, eingezäunt, und in den anderen Bereich auch Hunde freilaufen lassen. Das heißt, wenn ich kleinere Hunde habe, können wir die separieren. Das heißt, 4 und 4 oder 5 und 3. Das klappt ganz gut. Entsprechend habe ich das Gefühl, dass ich einen guten Überblick noch dabei habe. Ne? Nichtsdestotrotz höre ich für manche Hundeschulen, dass sie teilweise echt 20 Welpen rumrennen haben. Auf einem Platz 20 Welpen. Ich meine, das ist für mich unverantwortlich. Dann ist das doch mehr Spielrunde als wir lernen vielleicht ein bisschen was, Spielrunde, oder? Ist immer die Frage, ist es Spielen? Ne? Das ist, gut, bei 20 wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Die kleine Schissbuchse, die laufen alle weg, und die mobben, lernen zu mobben. Ja. Und die Schiss haben, lernen Schiss zu haben. Ne? Und dann kommen die Sätze, lass die mal machen, das klären die untereinander. Ja, genau. Ja, das ist immer das geilste Satz. Ne? Ja. Die sind alle Babys, oder ich sage, die sind alle Säuglinge, so wie im Kindergarten, wenn man 4-Jährige alle zusammenbringt. Oh, lass die machen, die lernen voneinander. Nein, die lernen alle nur sie zu kloppen. Wir lernen die nicht. 20 Stück auf einen Haufen. Und da habe ich tatsächlich nette, also Gott sei Dank kriege ich 4 Kunden, die dann zurückkommen und sagen, ja, also so eine Hundeschule möchte ich nicht, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann sind die natürlich super dankbar, weil dann merken die, dass eine Hundeschule tatsächlich mit relativ viel Ruhe zugehen kann und nur wirklich kurzer Partyphasen oder Freiphasen dann. Ne? Wo wir gerade über Welpen gesprochen haben im Training und mal wieder auf den Ridgeback zurückzukommen, sind Ridgebacks anders als Welpe? Spielen die anders? Haben die Lust, anders mitzumachen oder auch nicht? Also ich muss sagen, auch unter den Ridgebacks sind wirklich, wirklich, wirklich viele Unterscheidungen von Charaktertypus hier. Ne? Ich habe wirklich der klassische Buddha-Typ, ne, der da steht und einfach total der Buddha in der Gruppe ist. Ich habe aber welche, die super, super erregt sind. Ne? Von Spielweise sind sie natürlich sehr vorderfortig unterwegs, so ein bisschen ähnlich so wie der Doodle, der immer so fast wie kleine Kängurus unterwegs sind. Also die klassische Golden Doodles, Labradoodles, Pudel-Pudel-Moodles, ne, die immer, also alles, was mit Doodle drin ist, die sind so ein bisschen so, die springen alle so in der Luft und ein bisschen so wie Kängurus. Der Ridgeback ist ein bisschen auch tatsächlich ähnlich wie bei der Magier-Wischler. Die haben so eine ähnliche Spielweise, finde ich. Aber ich kann nicht sagen, dass der Ridgeback unbedingt eine Herausforderung für uns darstellt. Ich bin manchmal froh, wenn die dabei sind, weil die teilweise eine schöne, ruhigere Art und Weise mitbringen. Die sind sehr beobachtend, finde ich. Wenn man wirklich einen Buddha dabei hat und er so ein bisschen seinen Körper reinnimmt, dann ist es häufig so, dass er ein Splitter, ich nenne das immer der Polizist, ein sogenanntes Splitter werden kann. Dann gehen die dazwischen und stehen da einfach so ganz schräg dazwischen, und dann auf einmal ist der Spannung aus der Gruppe raus. Ne? Das finde ich auch mal ganz gut. Aber grundsätzlich kann ich nicht sagen, würde ich nicht behaupten, dass es eine besondere Typus mitbringt, die man sagen würde, oh, das ist nur Ridgeback zuzuordnen. Jetzt sagt man ja oft zu bestimmten Rassen, also ja, wenn man sich jetzt das erste Mal einen Hund zulegen will, und also bei mir war das ja auch der Fall, als ich dann immer die Entscheidung getroffen habe, dass ich diesen Hund haben will, dann hieß es immer so, ey, einen Ridgeback willst du nehmen? Ey, das ist aber kein Anfängerhund. Das ist absolut kein Anfängerhund. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, welcher Hund ist denn dann ein Anfängerhund? Also ich meine, das sind ja alles Lebewesen. Also theoretisch kann man die ja schon wahrscheinlich ein bisschen verorten, so charakterlich, oder natürlich auch so nach deren Züchtung, wofür wurden die gebraucht. Wenn ich mir einen Labrador zulege, dann muss ich halt damit rechnen, dass er halt wie ein Staubsauger über die Straße läuft. Und wenn ich mir einen Cocker Spaniel hole, dass er halt sofort ins Wasser springt.
Was hältst du davon, wenn man sagt, so ja, den Hund kannst du dir nicht holen, weil das ist ein Anfängerhund, kein Anfängerhund? Also ich finde, allein man muss immer so ein bisschen beurteilen, was für eine Größe und was für eine Körpermasse habe ich, wenn ich einen Hund anschaffe und welche Eigenschaften. Ne? Will ich einen Hund, der extrem schnell, agil meine Kommandos verfolgen will, weil ich jetzt ein ehrgeiziger Mensch bin, dann kauft man sich natürlich keinen Ridgeback. Ne? Da muss man mit ja, ein bisschen gemütlicher mit umgehen. Man muss ihm fragen. Also ich stelle mir Frage ihm mal. Ja, genau, ob er muss das ihn tut. Bitten. Ja. Genau, und wenn ich jetzt einen Hund, der sitzt, Platz, steht, Fuß, dann hole ich mir einen Schäferhund, weil dafür wurde er mehr gezüchtet als jetzt der Ridgeback. Ne? Ridgeback ist natürlich auch ein selbstständiger, selbstdenkender Hund und das war für sein Leben auch wichtig. Und das ist das, wo ich ganz, ganz viele Leute fragen, ja, überleg, was die Genetik uns sagt. Wenn ich jetzt einen Beagle hole, kann ich natürlich nicht erwarten, dass er die Nase nicht auf dem Boden haben wird. Ne? Dafür, wenn ich einen Hund, der aufmerksam mich immer anguckt, hole ich definitiv keinen Beagle. Wenn ich einen Ridgeback hole, erwarte ich schon ein bisschen, dass wenn ich Sitz sage, dass er vielleicht sagt, 1, 2, 3, was war nochmal Sitz? Ah, okay, ist ein bisschen nass, ich mache einen Halbsitz, ist das okay? Das kennen wir absolut, trifft es genau. Und wenn ich jetzt Glück habe, dass ich auch einen recht ausgeglichenen Ridgeback habe, der auch gerne so gemütlich unterwegs ist, dann kann es auch durchaus 8 Sekunden dauern, vielleicht nur 10 Sekunden. Auch da gibt es Unterschiede. Ich habe eine Kundin von mir, die hat 2 Ridgebacks. Die erste, die war eine sehr, sehr genügsame Ridgeback-Hündin, total so ausgeglichen und hat eigentlich alles leicht gemacht, wo man sagen würde, ey, Ridgeback ist total einfach. Und die zweite kam an und sie hat erstmal einen Regungsbonus 180 Grad mitgebracht. Und das Training war mehr mit ihr, erstmal Ruhe zu finden, damit sie überhaupt sich fokussieren konnte. Also da zwei gleiche Hunde, die an der Leine aussehen, aber 2 komplett unterschiedliche Verhaltensweisen, ja. Auch vom Training, ganz anders miteinander. Also man konnte die nicht gleich trainieren, weil es für beide Charaktermerkmale nicht möglich war. Auch sehr spannend, finde ich. Ja, dann kann man vielleicht auch nicht unbedingt sagen, ob es spezielle Verhaltensweisen gibt, warum Ridgeback-Halter zu dir kommen. Gibt es sowas? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach, weil die gehört haben, dass ich mit anderen, also meistens kommen Leute zu mir, weil die was Nettes gehört haben oder eine Freundin von einer Freundin oder Familie von Familie und das freut mich immer sehr, weil dann weiß ich, dass sie wenigstens zu mir kommen, weil die meinen Trainingsmethoden beziehungsweise meine Art, mit dem Hund umzugehen, mit ein sind. Ne? Also jemand, die Oldschool Haruk macht, würden mich wahrscheinlich gar nicht kontaktieren. Ne? Und für einen Ridgeback genauso, ich bin ja ein bisschen ähnlich auch mit der Wischler ganz häufig, die sind ein bisschen sensibler, ein bisschen anderen Typus, aber die sind beide sehr sensible Hunde und wenn man mit Oldschool dran geht, dann ruiniert man die sofort. Ne? Und dann habe ich einen Hund, der hinterher vielleicht, weil er unsicher war, ins Aggressivität umspringt, wobei der vielleicht nur ein bisschen Mut gebraucht hat, Eigenständigkeit gebraucht hat, ein bisschen, komm, das schaffst du und nicht diese so, das machst du jetzt, weil du das verweigert hast. Er hat es wahrscheinlich verweigert, weil er es nicht anders konnte oder sich nicht getraut hat vielleicht. Ne? Na, die sind so große, kräftige Hunde, aber häufig sind die trotzdem ein bisschen so, och, traue ich mich nicht, das weiß ich nicht, ob das wirklich das, ja, was ich machen will. Absolute Mimosen. Also in meinen Augen auf jeden Fall. Also der Kollege, wenn irgendwo in so einem Busch eine Taube sitzt und die steigt auf, dann springt der aus dem Stand 1,5 Meter zur Seite, weil er sich so davor erschreckt. Ich mir denke, die musst du doch schon 3-mal gehört haben. So. Also, er hat Angst vor fast allem, muss man sagen. Ja, der hat schon sehr viel Schiss. Ja, das ist nicht auch das Charaktermerkmalunterschied. Ne? Da gibt es der andere, der wirklich für alles steht und sagt, so, komm mal her, du. Das gibt's auch. Und das ist natürlich der Typ, wo es nicht unbedingt ein Anfängertyp ist. Ne? Und dann gehen wir nicht unbedingt von Ridgeback, dass man sagt, das ist kein Anfängerhund, weil dann würde ich sagen, dass Parke in der Hinsicht schon ein Anfängerhund war. Ne? Der ist in unser Leben eingegroovt, der hat eigentlich alles mitgemacht zu seinen Fähigkeiten, der hat dann nie großartige Schwierigkeiten mit anderen Hunden gemacht und. Wenn wir jetzt einen anderen Ridgeback, der einfach so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reinbringt und dann sein, keine Ahnung, 40 Kilo, 50 Kilo mitbringt, dann haben wir einen Hund, der sehr selbstbewusst ist, wo es einfach die Unterscheidung zwischen Charakter gibt, dann ist es natürlich kein Anfängerhund, ne? Weil man einfach seine Eigenständigkeit verstehen muss, seine Kraft irgendwie bewältigen muss und seine Gehorsamkeit, wenn er das nicht will, dann will er auch nicht in dem Moment auch. Ne?
Das kenne ich bei Parker auch gut. Wenn ich mit ihm spazieren gehe und er möchte nicht weitergehen, setzt er sich hin. Dann sitzt er da und dann gehe ich weiter und rufe ihn. Und er bleibt einfach sitzen und dann legt er sich irgendwann hin. Sagt, ja, geh mal alleine weiter spazieren. Du wirst sowieso gleich wiederkommen, das richtig. Weiß ich. Ja. Und leider hat er meistens dann recht. Wenn man nach 100 Metern schon denkt, scheiße, der kommt nicht. Da hätte ich jetzt zum Abschluss dieser Folge jetzt eine Frage, die mich auch beschäftigt bei Parker jetzt zum Beispiel. Wenn wir spazieren gehen und er so hinter mir herläuft und ich begegne einem anderen Hundehalter auch, können auch mehrere Hunde sein wahlweise, dann ist es so, dass Parker einfach stehen bleibt. Manchmal wie angewurzelt, also der macht sich halt richtig, der hat richtig Körperspannung, stellt die Rute komplett auf und bleibt stehen. Mhm. Also er bleibt dann einfach stehen und ich weiß nicht, was das bedeuten soll, dass er dann also nicht proaktiv den ersten Schritt mal macht und sagt, moin, hier bin ich, ich wollte nur mal auschecken, was hier so geht. Mhm. Aber also das wirkt immer total unsicher und das hat er schon immer gehabt, ne? Gefühlt schon immer. Oder das fing vielleicht immer im jungen Hundealter an. Ich finde, es wird schlimmer. Also, schlimmer. Ja, ich finde, umso älter er wird, es nimmt auf jeden Fall zu, dass er unsicherer wird. Das macht er bei mir auch. Entweder er bleibt stehen oder er macht so einen Rundrücken und fängt an wie so ein... Ja, genau, so tänzelt so ein bisschen. So ganz schnell vorbei zu tänzeln. Also ein bisschen Übersprung, ne? Ja. Also das Stehenbleiben ist eigentlich gut, dass er es tut, weil er will erstmal die Situation für sich beobachten. Ne? Das heißt, wenn er weiter auf den Hund zulaufen würde, würde er relativ unhöflich sein. Das heißt, er bleibt stehen und wir als Menschen meinen, wir müssen den Hund hinter uns herzerren und der kommuniziert schon von der Distanz. Ne? Das macht ihr wahrscheinlich nicht, aber viele lassen den Hund nicht stehen bleiben. Das heißt, der Hund bleibt stehen, macht häufig gerne selbst einen Bogen drumherum. Ne? Wenn der andere Hund aber auf ihm zukommt, ein sehr selbstbewusster Hund, dann sind sie erstmal in der Lage, erstmal über die Spannung zu gucken, okay, was kommt jetzt auf mich gleich zu? Manchmal drehen sie sich leicht im Kreis und dann laufen sie einfach weiter. Ne? Das ist so eine klassische Begegnung von zwei relativ sozialen Hunden. Die Menschen machen einfach leider Gottes immer den Fehler, dass sie den Hund zwingen, geradeaus Richtung dem anderen Hund zu gehen. Ja. Und der Hund wird immer ein bisschen unsicherer und wenn er erstmal sich zurückgenommen hatte, also praktisch dann eher stehen geblieben wäre, gehen die dann manchmal in die Leine richtig rein und zeigen aggressives Verhalten, weil die eigentlich Distanzerweiterung wollen. Die wollen eigentlich, dass der Hund einfach vorbeigeht. Und deswegen macht er wahrscheinlich dieses Buckel, so ein bisschen so unsicheres Gefühl. Die tänzen so ein bisschen. Manchmal, also wenn ihr beobachtet, wird er wahrscheinlich seinen Kopf zur Seite nehmen, ein bisschen zungeln, nennt sich das. Ja. Genau. Und das ist so ein bisschen so wie, oh, geht einfach vorbei, ich habe euch gesehen, oh, ich tue so, als ob ich gar nicht so gesehen habe und wir hoffen, dass alle Leute einfach weitergehen. So, und dann bleiben die Besitzer gerne stehen und sagen, hallo, was macht ihr denn da, was ist das für ein schöner Hund? Und die Hunde sagen nur, halt die Klappe und lauf weiter. Ja. Und das ist da, wo viele Hunde eigentlich dieses Sozialverhalten einfach sagen würden, okay, das fühle ich mich nicht gerade wohl, ich will schneller vorbei. Und die Besitzer einfach dazu führen, dass die Hunde immer wieder an der Leine mitgezogen werden und dann lernen, die verstehen überhaupt nicht, dass ich mich gerade nicht wohlfühle. Und das macht meine Hündin auch, die bleibt stehen und ich bleibe mit ihr stehen und sage, ja, okay, ich habe verstanden. Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, weil ich mache einfach, ich gehe dann meistens weiter und bin dann schon an dem fremden Hund vorbei und auch an dem Halter. Und das ist wahrscheinlich verkehrt, weil ich meinem Hund damit im Stich lasse. Genau, du hast ihn mir im Stich gelassen. Das heißt, ich bleibe einfach mit ihm stehen und ich sage zu meiner Hündin laut, ich habe es verstanden. Ja. Und dann bleibe ich bei ihr, so ungefähr eine Meter in ihrer Nähe, dass wenn ein anderer Hund auf sie zukommt, dass ich mich nicht da einmische, aber dann sage ich, sie ist in Ordnung, wir gehen weiter. Und meistens biete ich sie dann auf der Fernseite, mit mir so der Bogen einzugehen. Ne? Oder ich gehe aus der Situation, indem ich sofort ein L vormache oder ich sofort die Straßenseite wechsle, wenn ich merke, dass es ihr unwohl ist. Wenn man einfach weitergeht, dann bleibt der Hund häufig stehen und denkt, oh Gott, ihr geht da weiter. Und er traut sich nicht weiterzugehen, weil er gerade wahrscheinlich im Gespräch schon ist mit den anderen Hunden. Sein Körpersprache wird von den anderen Hunden auch wahrgenommen. Und wenn er sich natürlich ganz anders nach dir richten würde, würde er seine Sprache vielleicht einladend machen oder abwenden, was ihm schwächen würde. Also das heißt, die müssen ein bisschen in dieser Sprache bleiben. Und deswegen bleibe ich einfach bei meiner Hündin stehen. Ich beobachte den ankommenden Hund auch, um zu gucken, was er für eine Intention hat. Natürlich erkenne ich das auch, Gott sei Dank. Und ich erkenne bei meiner Hündin, sie beschwichtigt auch, die nimmt den Kopf zur Seite und sie macht wirklich gegenüber dem Partner, also zu sagen, ich habe mit dir eigentlich gar keinen Bock drauf, also komm bitte mir nicht in der Nähe.
Und dann warte ich, bis alles vorbei ist. Und dann sage ich, okay, können wir weiter? Dann guckt sie mich an, manchmal schüttelt sie sich. Dieses so klassische, puh, geschafft. Und dann geht's weiter. Und das ist für mich eine ganz große Bindungsaktion, dass sie sagt, okay, wenn wir hier stehen bleiben, passiert mir nichts. Ich habe natürlich einen kleinen Hund, ist wieder was anderes als einen großen. Ne? Aber Verhaltenstendenzen sind fast immer identisch noch. Ne? Gut, das nehme ich dann jetzt schon mal mit in die Woche und weiß schon mal, das habe ich jetzt. Einmal was dazu sagen. Ich bin jetzt die gute Hundemama, ich bleibe nämlich immer bei Falker stehen. Ach, aber was ich dazu sagen wollte, wenn ich mit ihm bei uns spazieren gehe, da gibt es zwei Hunde, die gehen dann auch nicht weiter. Dann stehe ich da mit Parker. Und ja, im Standoff, ja, das passiert häufig. Einen Meter weiter steht Herrchen oder Frauchen mit dem Hund und dann passiert nichts. Nee. Weil alle unsicher dann sind. Ne? Also am besten ist es so, dass eine vielleicht zurückdrehen, dann kommen wir gehen zurück, wenn der Hund das kann. Oder man geht wirklich über die Straßenseite und macht einen riesen so Bogen drumherum, wenn das geht. Manchmal muss man wirklich sagen, ich leine meine an oder wir bleiben stehen, könnt ihr vielleicht weitergehen oder so. Ne? Wir müssen halt immer ins Feld gehen dann, weil die anderen gehen ja, das, wie gesagt, es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Ne? Ich würde fast die Taktik nehmen, wenn es machbar ist, wirklich dann nenne ich immer die Möhre vor den Nasen der Esel. Ne? So ein bisschen so mit ein bisschen Leckerli vor der Nase führen, damit wir erstmal die Situation etwas unterbrechen. Aber nur wenn der Hund wirklich an der Parke wird es wahrscheinlich nicht tun, aber vielleicht die anderen schaffen dann ein bisschen mit Futter vorbeizugehen und einfach so kurz in einen Tunnel zu treten, damit der Tunnel dann an den anderen Hund führt und entsprechend kommen die dann weiter. So würde ich es probieren. Das gibt's Gott sei Dank selten, aber das gibt es auch tatsächlich, ja. Okay. Okay, Jenny, wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Es hilft nichts. Wir können jetzt hier nicht unsere privaten Fehlverhalten jetzt hier so offenbaren. Deswegen muss ich jetzt mal einschreiten und an dieser Stelle die Episode beenden. Spaß beiseite. Vielen Dank erstmal, Joanne, für dein Kommen. So, wir wissen ja immer, Zeit ist kostbar und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast, unsere Gästin warst. Jenny, auch an dich vielen Dank. Sehr gerne. Und danke für die Einladung auch. Ja. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ja, so sieht es nämlich aus. Es ist uns eine Ehre. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Ordnung auf den Tisch machen. So, wenn ihr noch Fragen habt an die liebe Joanne, dann könnt ihr uns das gerne per Instagram Nachrichten mal zuschicken. Denn wir werden schauen, wir werden bestimmt nochmal die ein oder andere Folge mit Joanne machen, solange oder insofern sie Lust dazu hat. Und wenn ihr uns Fragen stellen wollt, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das über unsere gängigen Kanäle machen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail hinterlassen, das findet ihr alles in unserer Profilbeschreibung auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich über eure Meinungen und über eure Fragen und auch über eure Bewertungen. Das könnt ihr uns natürlich über alle Kanäle auch da lassen. Das hilft uns sehr bei Spotify, Apple und Co. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und wünsche ich euch auch und knuddelt eure Hunde. Nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank erstmal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.